Hallo ihr Lieben, hier ist der Joe aus der Basteloase. So, heute geht es mal wieder weiter mit der Kategorie Plotter doch mal. Ich plotter heute das erste Mal mit euch zusammen. Lasst euch gespannt sein, was wir da machen. Und ich zeige euch nochmal ganz kurz, was wir jetzt nochmal zusätzlich besorgt haben für den Plotter. Wir haben uns als erstes einfach mal in ordentlichen Platten Folien besorgt. Das sind insgesamt 70 Stück. Und zwar sind das Vinylfolien in ganz vielen verschiedenen Farben. Das erkennt man daran, die haben einmal auf der Rückseite, haben sie halt hier dann die Klebefolie, die man dann nachher abziehen kann. Die vorne halt die Vinylseite, das heißt, die sind selbstklebend. Und man braucht, das haben wir ja auch geholt, dann halt Transferfolie, um das nachher auf dem Objekt aufbringen zu können. Also zumindest bei dem, was wir machen. So, die haben hier halt verschiedene Farben, einmal so ein Weiß, ein Silberton, dann hier so Orange, Blau, also jede Farbe ist zweimal dabei, Grün ist dabei, dann ist mal so ein Rotton, bei dem einmal schnell wieder durch, hier noch Blau, und ein dunkleres Blau, ein bisschen Wasserfarben, noch was pinkig, quietschiges, ja, hier ist nochmal Gelb, Braunton, also viele verschiedene Farbtöne, einfach so ein bisschen, dass man einfach mal ein bisschen was da hat und einfach mal schon mal jede Menge verschiedene Farben hat und einfach plottern kann. Genau, ach so, genau, da ist Transferfolie sogar auch noch bei. Genau, da sind 10 Blatt Transferfolie nämlich bei. Auch gewesen, das hier ist die Transferfolie, die ist auch noch mal bei. Das ist gut. Und dann geht es hier halt weiter mit noch Farbtönen. Hier sind mal Grautöne. Und alles, das sind jetzt die etwas matteren Töne. Die waren hier ein bisschen glänzend hier. Und das hier sind jetzt Matttöne. Und so ein Vanille, so ein schön hellen Orange. Hier mal so, das ist auch toll. So ein glänzendes Silber. Einfach mal so richtig glänzend, metallic schon. Ja, hier nochmal. Also auch toll, um Effekte zu erzielen. Und hier dieses Blauton, Violett, Rot. Also fast die gleichen Farben wie ich nochmal. Nichts in Matt, aber eben ein bisschen andere. Ihr seht hier so ein schönes dunkleres Rot auch mal. Hier erstmal so ein Goldmetallic-Optik, auch schick. Kann man auch tolle Sachen mitmachen. Einfach mal Effekte mit erzielen. Und man hat jetzt erstmal ordentlich Farben. Ein bisschen was zum Ausprobieren haben wir jetzt einfach erstmal. Und dann kann man sich später und auch andere holen, die haben eine Größe von 30x30. Da kriegt man ja auch ein bisschen was raus. Hier nochmal so ein dunklerer Goldton und hier nochmal so ein Silberton. So ein silberglänzend, grauglänzend. Also das sind auch schon mal schöne Folien nochmal. Und genau, das haben wir nochmal einmal besorgt. Da werde ich auch noch eine Farbe von nehmen. Da haben wir nämlich schon eine ausgesucht gehabt. Und dann haben wir nochmal das Starter-Kit für Relief mitgenommen, für unseren schönen Brother. Damit kann man, nämlich wie ihr seht, so tolle Relief machen. Damit kann man Pappe, also das ist quasi zum Prägen. Ne? Kann man dann Sachen mitprägen, da kann man Pappe mitprägen. Metall kann man damit prägen, also dünnes Metall kann man damit prägen und sowas. Und so Prägeformen erstellen. Und da sind... Das ist halt einmal der Messerhalter dabei. Es ist ja für jedes Messer, gibt es ja extra Messerhalter. Beziehungsweise in diesem Fall sind es ja keine, also sind ja Werkzeuge. Also es ist kein Messer, sondern Werkzeuge. Und da sind zwei verschiedene Prägewerkzeuge bei. Das ist einmal 1,5 und einmal 3 mm. Je nachdem, was man erstellen möchte, sind die. Und das setzt man, schraubt man hier einfach auch, steckt das Messer rein. Und diesen Halter, den braucht man hier nicht neu. Also wenn davon irgendwann mal ein Messer auch von dem Gerät kaputt ist oder hier mal einer irgendwas wegen auf sein sollte, da braucht man nur die Werkzeugspitzen, also die Messer an sich nachkaufen und den Halter nicht. Also den braucht man nicht mal nachhalten. Da ist dann noch ein Aktivierungskärtchen bei, da sind nochmal 30 Reliefmuster drauf für die Canvas die Software. Also es gibt ja online kostenlos eine Seite, also Software, die man auch runterladen kann, wo man dann halt Formen und sowas noch hat und erstellen kann, am PC erstellen kann und dann auch das Gerät übertragen kann.
und wo man dann eben auch diese Karten aktivieren kann und zusätzliche Sachen noch, Schriften und sowas auch besorgen kann, die man dann freischaltet quasi. Und mit dabei, bei diesem Set jetzt speziell, ist aber hier auch nochmal zwei Metalle. Das sind so kleine selbstklebende Metallplatten. Einmal in so einer Goldoptik und einmal in so einer Silberoptik. Die sind schon mal zum Probieren dabei. Und dann ist auch noch eine andere Matte dabei. Also es sind so zwei. Eine Matte, die man auflegt, und nochmal so eine dünnere, die man halt nochmal auf die Plotterfolie auflegt. Als Schutz, damit er da rein, also damit sich das Werkzeug dann noch richtig reindrücken kann. Da braucht man einen bestimmten Unterdruck, wo er Druck drauf ausüben kann, damit er sich nicht nach unten durchdrückt durch die Schneidematte, die Plaudermatte. Das ist in diesem Set drin. Das werde ich auch erstmal in Ruhe einmal ausprobieren. Genau, hier ist noch eine Kurzanleitung. Genau. Und die Software nennt sich Canvas Workspace. Und die kriegt man bei Browser auf der Seite. Also die kann man was eingeben. Und wie gesagt, kostenlos. Dann kann man sein Gerät da registrieren. Und also sein Gerät mit Canvas verbinden an seinen Plotter. Und dann gibt es, wenn man den Plotter original kauft, ist dann nicht ein Aktivierungscode bei. Und mit dem kann man dann die Funktion, den Plotter mit Canvas verbinden, kann man damit dann freischalten, dass man eben den Plotter dann auch wirklich mit Canvas verbinden kann. Und dann kann man nämlich, weil der Plotter ja WLAN hat, kann man eben auch direkt vom PC, wenn du meinst, fürs Android und iOS gibt es das, glaube ich, auch als App, aber für den PC gibt es das Programm auf jeden Fall und da für Mac und für Windows, kann man direkt vom PC über Netzwerk auf den Plotter übertragen. Da braucht man dann kein Kabel oder kein USB-Stick, sondern das kann das direkt übers Netzwerk, weil der Browser hat ja WLAN, der ist im Netzwerk drin und dann kann man das halt direkt zwischen den Geräten übertragen und spart sich einen USB-Stick oder USB-Kabel. Ansonsten hat der Plotter ja auch einen klassischen USB-Anschluss. Da kommt dieses Drucker-USB-Kabel dran, was man auch für Drucker benutzt, und ansonsten auch einen USB-Eingang. Und der Plotter selber hat ja auch schon Schriften und ein paar Motive drin. Das heißt, man kann ja auch mit dem Plotter direkt arbeiten, ohne PC. Theoretisch hat man auch schon mal eine Auswahl an Formen und Schriften. Und das Scannen geht ja auch direkt über den Plotter. Das Scannen zeige ich euch auch bei Gelegenheit nochmal. Das muss ich nur auch erstmal einmal ausprobieren, bevor ich euch das zeige. So, das jetzt erstmal dazu. Ich zeige euch jetzt mal kurz, was wir plottern wollen. Dazu hole ich nochmal kurz was und dann bin ich wieder da. So, da bin ich wieder. Und zwar werde ich für so ein Fläschchen hier, das ist so ein kleines Fläschchen, das ist so ein kleines Glasding, da hat Andrea schon einen kleinen Schutzengel reingemacht. Ja, das sieht man jetzt nicht ganz so gut, aber den hat Andrea gemacht, also so ein Schmuckanhänger. Engelschmuckanhänger ist das quasi. Ich kann euch den nochmal zeigen. So müsstet ihr ihn sehen können. Den zeigt Andrea euch sonst bestimmt auch nochmal genauer. Und auf das Glas dafür kommt einmal der Spruch Schutzengel drauf. Ne, der wird da einmal so ein bisschen mit Schwung einmal rumgeklebt. Und dann eben auf dieses Fläschchen. Und Andrea macht später noch ein Video für die Verpackung. Also diesen Anhänger in dem Fläschchen gibt es dann auch noch in einer Geschenkverpackung. Und wie die gemacht wird, das zeigt euch Andrea dann nochmal. Genau, so sehen die Fläschchen halt roh aus. Die haben halt hier oben im Deckel halt einmal so eine Öse drin, dass man halt da was reinhängen kann. Also die sind schon für Schmucksachen und Anhänger gedacht. Genau, das Ganze mache ich jetzt einmal mit euch. Ich muss nur mal kurz gucken, welche Folie Andrea da jetzt genau haben wollte. Das kläre ich nochmal kurz und dann geht es wieder weiter. So, da bin ich wieder. Und wir haben uns für diese Folie entschieden, beziehungsweise Andrea möchte gerne diese silber glänzende Folie haben. Und ich schneide mir davon jetzt schon mal ein Stück zurecht, was die Größe von dem Schriftzug nachher hat. Die Maße weiß ich noch, weil ich das gerade jetzt erstellt habe. Und ich mache es ein bisschen größer, ne, weil ja noch oben und ein bisschen Absatz ist. Aber eben ungefähr die Größe nur, damit man jetzt halt nicht so viel Material nachher hat zum Bearbeiten. Ich finde das immer besser, wenn man es vorher ausschneidet. Ich brauche mal kurz
ein Lineal. Das sieht jetzt hier hinten ein bisschen was da drauf. Also die Schrift ist 2 cm dick. Ich mache 3 cm, das muss eigentlich reichen. Ich markiere mir das hier mal kurz. Und dann brauche ich, genau, ach ja, das sind Zentimeter, das ist Zentimeter Papier quasi. Also ein Karo ist 1 cm, wie man das von diesem Millimeter Papier kennt aus der Schule. Kennen bestimmt auch noch einige von euch. Früher in der Schule hatten wir ja in Geometrien dieses Millimeterpapier, wo ein Kasten immer einmal 1 cm war und dann innen drin war ja nochmal diese Unterteilung, die dann jeweils ein Millimeter war. So war das bei mir zumindest. Aber ich denke, das kennen auch viele von euch noch. Das Papier hätte bestimmt auch eine DIN-Norm. Ausschnibbeln das Ganze. Das kann wieder weg. Und dann muss ich mir die einmal umdrehen, weil wichtig zu wissen ist, bei Matten ist es so, also sie hören so rum in den Plotter, dass dieser Pfeil immer oben ist, den zieht er in die Maschine ein, weil an diesen Karos erkennt er auch das Papier und so, das ist also die Matte, dass er weiß, wo der Schneideanfangsbereich und so dann ist, das heißt, das ist wichtig und halt, dass die Schrift muss eben richtig rum zu euch zeigen, wenn ihr es einlegt, dann sieht man das und das ist die leicht klebende Matte. Ich habe die leicht klebende Matte gewählt, weil wir haben das letztes mit der stark klebenden Matte probiert und da ist das Problem, dass dieses Papier der ziemlich stark drauf haftet. Und wir hatten so ein Endstück von der Rolle. Wir hatten uns Vinylläufe Rolle geholt. Da war das Papier schon so die Oberfläche so ein bisschen nicht mehr ganz sauber. Und dann ist ganz viel auf dem Untergrund geblieben. Man kann diese Platten abwaschen. Also wir haben schon Tricks gefunden, wie man die reinigen kann. Das müssen wir nochmal machen, dass man das wieder runterkriegt. Aber deswegen nehmen wir die leicht klebende, weil das reicht, dass das gut hält. Und man hat eben nicht dieses Problem, dass so viel Papier auf der Matte dann irgendwie da zurückbleibt. Aber es empfehlen auch alle, wenn man anfängt mit dem Plottern, dass man sich gleich noch ein, zwei Schneidematten dazu holt, weil es geht so gut wie allen so, dass man die ersten doch relativ schnell erstmal versaut, sage ich jetzt mal, weil das ja doch einfach, ne, mit den Einstellungen und so, da passiert dann zu Anfang doch einfach gerne noch mal Fehler und dann ist es gut, wenn man welche da hat, dann geht das schneller. Später, wenn man gewohnt ist, geht das viel besser. Genau, und da ist immer wie immer zum Schutz von der Klebefläche ist halt einmal so eine Folie drüber. Also die nicht wegschmeißen, beim ersten Mal abmachen, die kommt ja immer wieder drauf. Und dann nehme ich mir das Stückchen, was ich haben möchte, das klebe ich mir oben in die Ecke. Also der Schneidebereich ist in diesem schwarzen Rahmen drin. Also in diesem Innenbereich davon schneidet er. Das sind die 12 Inch, also die 30,5 x 30,5. Also im Endeffekt ist das wirklich genau wie die ganzen Designpapiere von Crafters, von Craftelier, von La Blanche, von Stampin' Up. Die ganzen Designpapiere, die großen, haben eigentlich dieses 12 Zoll Format. Das ist da das Standardformat. Und das sind halt die 30,5 x 30,5. Und so ein Blatt würde halt genau auf diese Schneidematte passen. Ist halt auch ganz praktisch. So, ich habe hier einmal so eine Art Spatel. Ich habe mir einmal Werkzeug dazu geholt. Je nachdem, welches Modell ihr euch von den Brasse holt, ist das dabei oder nicht. Da nehme ich mir was nicht bei. Und genau, dass ich das einmal, damit drücke ich die Folie einmal gut auf, mit dem Papier halt nach unten, die Seite, die schneiden wir nach oben. Einmal gut ein bisschen fixieren, dass es schön hält. Das sollte jetzt reichen. Und jetzt wechsle ich mal kurz die Kamera, damit ich euch mit in den Plotter nehmen kann. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich habe mal kurz gewechselt zu Plotti 1. Und muss mal ganz kurz ein bisschen gucken. Genau, ich nehme hier mal ein bisschen kurz hier mit höher. Die Kamera ist nicht ganz optimal, das gebe ich zu. Das wird auch noch geändert, aber für heute wird es reichen. Ich schalte dann den guten erstmal ein. Zum Einschalten etwas länger gedrückt halten. Da seht ihr, dann fährt er hoch. Da sieht man ja einmal das Display. Man kann es auch mit dem Finger berühren, aber der Stift ist in der Regel ja dabei.
Ich nutze den auch, weil das ist noch so ein richtiges Touch-Display. Das ist nicht wie bei einem Smartphone oder so, wo man nur mit dem Finger leicht berühren muss, sondern das funktioniert noch wirklich mit Druck. Ne? Deswegen geht das mit dem Stift wirklich besser. So, ich gehe mal einmal auf den Dings. Dann kommt einmal die Information, dass der Wagen mit dem Werkzeug in die richtige Position gebracht wird. Das macht er immer einmal zu Anfang. Und dann macht er den. Ich kann immer die Platte, ich lege die schon mal einmal an. Ja, also, die hat hier nur unten eine kleine Führung links und rechts, sodass sie da reinpasst. Und hier seht ihr schon das Auswahlmenü. Hier könnte man scannen, hier könnte man Muster machen. Und ich zeige das mal kurz. Der hat ja zum Beispiel schon ganz viele Schriften auch drin. Ja, hier noch verschiedene ABCs und Muster. Könnte hier zum Beispiel. Ja, da hat er solche Schriften. Also ja, das Alphabet hier hat er mehrere Schrifttypen dann halt auch drin. Mal gucken. Ich glaube, ich hatte letztes Mal das genommen. Also man kann dann einfach ein ABC auswählen und dann kann man halt hier. Ja, also man will das Display, man muss wirklich schon ordentlich. Ordentlich drücken, damit er es annimmt, weil es halt wie gesagt Druck ist. Aber mit dem Stift geht das gut. Also nicht wundern, wenn es sich gleich reagiert. Einfach ein bisschen Dollar, das Display ist dafür ausgelegt. So, aber ich gehe jetzt hier mal zurück. Ich wollte euch noch mal kurz zeigen, das Menü. Also man kann auch hier immer mit dieser Taste, wo das Haus ist, kann man immer ganz einfach wieder, kann man wieder in den ganz normalen Home-Bildschirm. Hier oben in der Ecke zeigt euch halt das WLAN an und wie stark die Verbindung ist. So, ich habe jetzt schon eine Datei erstellt. Dann geht man auf Dateien aufrufen. Dann fragt er, wo die ist. Das ist, wenn sie auf dem Plotter selber gespeichert ist. Hier wäre das, wenn man das in der Cloud hat, also in der Canvas Cloud. Hier halt, wenn man USB, also Computer am Computer angeschlossen hat mit USB und hier ist, wenn man USB-C kann. Und hier an der Seite hat er, hier neben dem Display unten an der Seite, da hat er die beiden Anschlüsse für USB und USB-Kabel. So, aber ich habe das auf dem Gerät gespeichert. Dann zeigt er mir hier mein Muster an. Ne, der macht das, er nummeriert die durch fortlaufend. Und dann kann man jetzt hier auf das Muster, ne, wenn das drauf geht. Und ich könnte jetzt noch Muster hinzufügen. Und ich kann jetzt auch auf Bearbeiten gehen. Und wenn man jetzt auf Bearbeiten geht, dann kann man jetzt hier entweder die Position des ganzen Objektes verändern. Ne? Also hier mit dem Pfeil könnte man das hin und her fahren. Ja, dann hatte ich hier dieses Auswahlfenster und dann könnte man, ja, ihr seht das, dann könnte man das verschieben. Ja? Ich mache das jetzt aber wieder zurück. Genau, so dass es nicht mehr weitergeht. Dann auf OK. Also weil ich die Ecke da oben haben will. Und wenn ich jetzt, also hier können wir das Objekt natürlich auch löschen. Wenn ich jetzt auf Objekt bearbeiten gehe, dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten der Einstellung. Ich habe jetzt hier die oben gewählt, weil hier kann man die Größe ändern. Und ich habe die Größe gewählt von 110 mm, also 16 mm an. 110 mm habe ich, also 11 cm in der Länge. Weil das dann oben das Glas schön genau rumpasst. Und die Höhe hat er automatisch angepasst. Die ist jetzt bei 24 mm. Man kann das auch einzeln verändern, aber oft macht er das so bei Objekten, dass er sie, also wenn man das nicht macht, einen verändert, den anderen automatisch angepasst mit verändert, weil sonst würde die Schrift uns ja noch lang ziehen. Das könnte man natürlich auch machen. So, das habe ich jetzt alles eingestellt. Dann gehe ich auf OK. Nochmal auf OK und hier dann auch auf OK, weil das habe ich jetzt ja zuletzt bearbeitet. Jetzt könnte man das nochmal speichern, wenn man es bearbeitet hätte wieder. Will ich ja in diesem Falle nicht. Also man kann entweder auch speichern oder auf OK gehen oder halt noch was hinzufügen, wie gesagt. Ich gehe wieder auf OK. Dann, um das jetzt auszuwählen, gehe ich einmal auf Bitte wählen, weil er fragt mich, was will ich. Will ich zeichnen? Es gibt ja auch diesen Stifterhalter dafür.
oder will ich schneiden? Ich will natürlich schneiden. Deswegen gehe ich auf das. Und jetzt könnte ich einmal einen Testschnitt durchführen. Den mache ich auch gleich einmal. Aber vorher zeige ich noch was kurz. Bei Vinyl ist es nämlich wichtig, habe ich gelesen, dass man den Halbschnitt aktiviert. Das heißt nämlich, dass er nicht komplett durch das Material durchschneidet, sondern eben nur ungefähr die Hälfte und die Trägerfolie hinten ganz bleibt. Weil sonst schneidet ihr euch die Trägerfolie durch und dann kriegt ihr das nachher natürlich echt schlecht runter, weil euch im Endeffekt die Buchstaben einzeln auf der Matte kleben bleiben und ihr nicht den ganzen Schriftzug dann vernünftig runterkriegt. Deswegen auf jeden Fall den Halbschnitt aktivieren. Das geht, wenn ihr hier auf den Schraubenschlüssel geht, also das Dings, dann habt ihr hier die Schneidegeschwindigkeit, Schneidedruck. Schneidedruck lasse ich immer auf Auto, das macht das Messer dann selber, könnt ihr auch bei Halbschnitt lassen. Das habe ich einfach alles so gelassen. Und hier ist die Option Halbschnitt. Den kann man ein- und ausschalten. Und ich habe den Halbschnitt eben auf On gestellt, der standardgemäß aus. Und den Schneiddruck und alles Weitere habe ich dann so gelassen, wie es ist. So, dann gehe ich jetzt hier einfach wieder auf OK. Dann bin ich wieder zurück. Ich brauche nur kurz meinen Radl. Hier sehe ich gerade, die Ecke löst sich jetzt ein bisschen. So, dann kann ich auf Test gehen. Ich muss mir nochmal einmal, die wichtig ist, einmal, dass er die Matte einmal jetzt einmal einliest vorher. Ansonsten würde er gleich meckern, wenn er das nicht macht, dass die Schneidematte nicht richtig drin ist. Und jetzt kann ich ich gehe nochmal einmal zurück, vorsichtshalber. So, jetzt nochmal auf Test. Genau, er ist jetzt im Testfenster. Ich wollte nur wissen, ob er wirklich noch im Testfenster ist, zur Sicherheit. Und dann gehe ich auf Start und dann macht er einmal quasi einen kleinen Festschnitt. Da schneidet er noch nicht ins Material. Ich habe gelesen in der Anleitung und so, dass man das nach Möglichkeit einmal machen soll. Aber ja, muss man nicht jedes Mal, wenn man sicher ist, dann braucht man das nicht unbedingt. Ich mache es jetzt nochmal. Und jetzt könnte man sagen, erneut testen, Gesundheit. Entweder erneut testen oder halt den Schneidevorgang starten. Und ich starte jetzt den Schneidevorgang. Und das ist jetzt auch wirklich ratzefatz. Also er sagt jetzt so circa eine Minute. Also länger brauche ich definitiv nicht. Ja, er misst jetzt nochmal einmal ab. Vorher, wo er sitzt. Und dann jetzt schneidet er schon. Und wie man hört, er ist auch echt angenehm leise. Also, ne, das ist. Also der ist nicht lauter als ein Tintenstrahldrucker. Ich finde, ein Tintenstrahldrucker ist teilweise fast lauter. Ne, das ist ein Geräusch, das kann man so nebenher machen, ohne dass das jetzt irgendwie extrem laut ist oder sonst irgendwas. Also ich finde, das ist wirklich erstaunlich. Und wenn man die Geschwindigkeit überlegt, mit der er schneidet, finde ich das nochmal erstaunlicher. Also wie ihr seht, ich bin schon begeistert von dem Gerät. Ich hoffe nur, dass ich jetzt das Stück nicht zu kurz geschnitten habe, aber das werde ich gleich sehen. So, und jetzt sagt er, dass er fertig ist. Ne, es passt genau rein, super. Gut, das Schneiden beendet. Jetzt kann ich hier auch wieder auf Home gehen. Dann sagt er, alle Muster löschen oder Startseite wieder anzeigen. Das heißt nur, also löscht nicht das Muster vom internen Speicher, sondern quasi nur aus dem Schlüsselspeicher. Es ist immer noch auf dem Gerät gespeichert. So, genau. Matte ausfahren. Also jetzt nicht einfach rausziehen, sondern wenn ihr jetzt hier wieder drückt, dann fährt er die Matte einmal automatisch wieder aus. Und dann hat er das jetzt hier einmal schön geplottert. Ich nehme euch jetzt nochmal wieder mit rüber zu der anderen Kamera. Da kann ich euch das nämlich alles jetzt besser zeigen, wie es jetzt weitergeht. So, wie gesagt, ich habe das jetzt einmal ausgeschnitten. Man sieht das jetzt schon, wo er geschnitten hat. Ne? Also er hat auch schön sauber geschnitten. Also das ist, ich habe das mal ausprobiert, wenn die Schrift zu klein ist. Also ne, ab einer gewissen Größe kann das passieren, dass er dann an den engen Biegungen, wenn man hier diese geschwungene Schrift hat, einfach ein bisschen das anhebt oder nicht einmal ganz sauber schneidet. Das hat einfach was damit zu tun, dass das Messer natürlich auch eine gewisse Stärke hat und bei zu kleiner Schrift einfach irgendwann an seine Grenzen stößt. Das müsst ihr im Einzelfall ausprobieren, wie weit ihr das reduzieren könnt.
Nur das als Info vorweg. Aber so ein Messer hat natürlich einfach eine gewisse Breite und daher irgendwann Grenzen. Diese Größe geht auf jeden Fall. Es geht auch noch ein Stück kleiner. Und wenn man sonst sehr kleine Schrift hat, dass man vielleicht nicht so eine doll geschwungene Schrift nimmt, sondern eher so klassische Druckschrift vielleicht. Da müsste das dann besser gehen. Aber wie gesagt, das müssen wir im Zweifelsfall probieren. So, jetzt machen wir weiter mit dem Übertragen. Ich habe hier mein Werkzeug bereit, weil wir müssen das Ganze jetzt entgittern. Und kleiner Tipp noch vorweg, natürlich fettfreie Finger beim Kleben, immer gut. Und auch das Glas einmal nochmal sauber machen, einmal ein bisschen polieren. Weil wenn man das vorher angefasst hat und da das Fett drauf hat, wie immer, Fett ist schlechte Klebefläche, dann haftet das nicht richtig. Und deswegen immer einmal vorher nochmal sauber machen, einmal polieren. Ich habe es hier mit so einem Brillenputztuch nochmal ordentlich poliert. Kann man natürlich auch mit Wasser oder ähnlichem machen. Und Seife ein bisschen, dass das Fett runter ist. So, jetzt machen wir hier weiter. Und jetzt muss hier einmal die Folie runter, die wir nicht übertragen wollen. Das heißt, die Umrandung muss runter. Und dann müssen wir nochmal gucken, eventuell auch in der Mitte, dieses, was in den einzelnen Buchstaben in der Mitte ist, dass wir das eventuell auch nochmal einzeln rausnehmen müssen. Dazu habe ich jetzt hier halt meine Entgitterwerkzeuge, so nennt man die. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Zahnarztwerkzeug, ne? Kennt man ja aus anderen Bereichen auch. Gibt es in verschiedenen Varianten. Ich hätte jetzt einfach mal so ein Set gekauft, wie gesagt. Es gibt ja auch noch feiner. So, jetzt hier einmal vorsichtig die Folie runterziehen. Ein bisschen gucken, dass man halt die Buchstaben nicht mit abzieht. Aber wie ihr seht, der hat wirklich super sauber geschnitten. Ja, dass man hier das gut abkriegt, ohne dass man die Buchstaben mit abzieht. Das ist halt immer ein Zeichen dafür, dass er gut geschnitten hat. Aber wie jetzt hier, wenn da halt so dolle Biegungen sind, dann kann das natürlich schon mal, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst kann es schon sein, dass er das ein bisschen mit anhebt. Ich nehme euch noch mal kurz ein bisschen weiter mit dran, damit ihr ein bisschen besser sehen, was ich mache. Das ist wieder ein bisschen blendet. So, und jetzt müssen wir natürlich hier aus der Mitte noch mal einmal die Sachen raus, ne, wie jetzt hier in dem L. Weil das wollen wir ja alles nicht mit auf der Flasche nachher kleben haben. Weil ihr seht, das geht auch gut. Und vor allem geht das eben auch richtig, richtig sauber raus. Ne? Also das jetzt, das klebt jetzt nicht mehr am Rest der Vinylfolie fest. Ja? Schwierig ist nur manchmal schwierig, eine Ecke zu finden. Also da wäre es gut, wenn man einen noch in feiner hätte. Ich glaube, ich muss mal gucken, dass ich einen noch mit noch feinerer Spitze finde. Dann geht das natürlich bei solchen Sachen noch etwas besser. Aber der geht auch. Einfach so ein bisschen randrücken, rübergehen, irgendwo in der kleinen Ecke. Gucken, dass man die Schrift, die man haben will, nicht so andrückt. Und dann, wie gesagt, hat man das entgittert. Und jetzt haben wir die reine Schrift, die wir haben wollen. Das sind jetzt ja alles, was wir jetzt noch haben wollen. Das haben wir jetzt. Oder ich jetzt. Und jetzt wird die Trägerfolie angebracht. Und bei der Trägerfolie jetzt gucken, dass man die auch nur in der Größe hat, wie man sie wirklich braucht. Also in der Größe des Schriftzuges ungefähr. Weil wenn die Schrift, die darf nicht zu groß sein beim Übertragen, gerade bei solchen Objekten, dass man nicht überklebt, nicht verschwendet und so. Und gerade wenn man rund klebt, wie bei diesen Gläsern, dass man eben, wenn man jetzt hier einmal rumklebt, das trifft ja am Ende quasi wieder aufeinander. Und wenn man dann jetzt natürlich die Übertragungsfolie zu groß macht und da immer so viel über hat, ist die Gefahr zu groß, dass man auf die andere Seite drauf kommt. Und dann macht man sich das alles wieder kaputt. Das ist ein Fummelkram, das hier rauszugehen, das geht nicht richtig. Deswegen, ne, sie passen zurechtschneiden, dass sie die Maße hat. Ich mache jetzt erstmal einmal ungefähr die Größe und dann, also unten an der Ecke, schneide ich noch mal ein bisschen was weg. Ich schneide mir jetzt einmal kurz ein Stück zurecht. Das muss ja auch wieder die Millimeterfolie sein, aber da das hier am Rand nicht genau ist, gucke ich noch mal. Was haben die Buchstaben? Die haben 2. Das ist mehr als 2, also gut, 2,5 mache ich jetzt in der Höhe. Gut, also hier oben habe ich ungefähr 1/2 Zentimeter, das ist schon mal gut zu wissen. Das ist ungefähr bei 1/2 Zentimeter geschnitten, das heißt, ich kann hier einmal machen, dann habe ich die 2,5.
und die Länge mache ich jetzt erst einmal nochmal 12, circa wie das untere. Und dann kann ich mir den Rest da ja auch nochmal wegschneiden. Mal wieder markieren. Probiere ich auch gleich mal die Schere aus, die dabei war, ob die was taugt. Also die beiden Werkzeugbagger. Okay, das war jetzt nicht ganz so intelligent. Ich habe jetzt hier die seht ihr, Fehler passieren. Ich habe mir jetzt hier gerade die Übertragungsfolie auf die Klebematte gelegt. Das war natürlich nicht ganz so intelligent. Die klebt natürlich da auch fest. Aber da ich sie mit der glatten Seite drauf hatte, ging das jetzt. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen gucken. Sauberer Arbeitsbereich. So, dann schneide ich ein Stück noch kurz ab. Das mache ich jetzt nur kurz außerhalb der Kamera. Gut, ja, Schere hat den Test bestanden, dafür ist sie perfekt. Das haben wir die Folie und das machen wir jetzt ähnlich wie mit so einer Einschlagefolie für Bücher. Hier müssen wir jetzt hinten einmal den Träger abziehen. Natürlich noch nicht ganz auf einmal, sondern nur die erste Ecke so ein bisschen. Möglichkeit, dass ich hier drauf patschen, so dass wir nur so einen Anfang haben. Folie ein bisschen umschlagen, wie wenn man halt Folie aufklebt, macht man nicht immer auf einmal alles ab, sondern so Stück für Stück. So, die gucke ich jetzt, dass ich sie möglichst genau schon mal an dem Anfang von dem S lege, damit ich da nach Möglichkeit nicht großartig Kanten habe. Und immer schön, man muss das Ganze immer schön schon mal andrücken. Dann mich jetzt hier wieder den Ratel. Ja, ich bin ein bisschen jetzt auch mal raus, ich nehme mal wieder mal runter. Die muss man mal wirklich gut schon mal andrücken, ne, dann kann man mit dem Rakel das so machen, dass man immer Stück für Stück das da weiter drauf klebt, immer ein Stück von der Trägerfolie ein bisschen wegziehen und dann wirklich immer vorsichtig schön andrücken, immer auf den nächsten Buchstaben drücken, ne, dass der die wirklich da gut anhaftet, damit man halt dann die Buchstaben auch mit der Trägerfolie nachher von der Hauptfolie runterkriegt. Kann man auch mal beim Arm hängen bleiben. Ja, wie ihr seht, das hat er schon gut gemacht hier. Ich muss hier mal kurz ein bisschen gucken, dass ich das G vernünftig mitkriege. Hm. Das geht insgesamt ganz gut, wie gesagt, wenn man da immer schön mit dem Rakel einmal andrückt gleich. Immer schön ein paar Mal rüber gehen am besten. So, dass das wirklich gut angedrückt ist. Und dann kann man das Ganze jetzt vorsichtig hier runternehmen, wie gesagt, beim Abnehmen immer einmal gucken, ob alle Buchstaben richtig kleben, ansonsten kann man noch mal zurückgehen und noch mal rüber rakeln, rüber drücken, so dass sich das richtig andrückt, ja, wie gesagt, immer vorsichtig ein bisschen Zeit lassen, dass man das gut abkriegt. Dann einmal das Glas nehmen, ich muss mal einmal meine Untermatte hier kurz weglegen. Hier einmal das Glas zurechtlegen, dann einmal überlegen, wie man das ungefähr haben möchte. Also ein bisschen schräg. Ja, dann jetzt hier auch wirklich da seid ihr. Wirklich richtig gut, auch ein bisschen am besten mit so einem Rakelwerkzeug, mit so einem Spachtel quasi, das so richtig gut hier drauf reiben, damit das so richtig schön anhaftet. Ja,
alles so. Das ist so ein bisschen wie bei diesen Transfermotiven und so. Da muss man ja auch immer das, ne? Es gibt ja diese zum Abrubbeln zum Beispiel. Also im Endeffekt müsst ihr das auch so ein Stück weit behandeln. Damit das halt richtig gut jetzt die Vinylfolie richtig gut auf dem Glas aufklebt. Damit da halt der Buchstaben gleich auf dem Glas kleben bleiben und nicht an der Trägerfolie. So, bevor ich jetzt hier das letzte Ende rumklebe, mache ich das hier nochmal, dass ich hier das Stück, was jetzt hinten noch ein bisschen übersteht, da schneide ich jetzt hier einmal so einen Buchstaben nochmal so ein bisschen auf die Ecken, schön ein bisschen dichter ran, gerade oben, wo das Überlappende ist, dass der Buchstabe natürlich voll bleibt, aber die Ecke so ein bisschen weg ist, damit ich hier oben die Ecke möglichst nicht, weil ich komme ja an diese Ecke sonst wieder ran hier oben, und damit ich die möglichst nicht erwische, schneide ich das schon mal ein bisschen zurecht. Guck mal vorsichtig. Ja, das geht. Geht das? Genau, so komme ich nicht übereinander. Wie gesagt, das ist zu vermeiden, aber das ist jetzt sehr gut, nicht übereinander. So, jetzt einmal das Ende auch richtig gut randrücken. Können wir auch noch einen kleineren machen. Was man auch durchaus machen kann, ist, dass man nochmal mit einem weichen Tuch. Geht natürlich bei Runden immer ein bisschen besser, mit einem Tuch nochmal zum Schluss zumindest drüber gehen, als mit so einem Rakel, weil sich das Tuch natürlich an die Form anpasst. Und deswegen ist es durchaus empfehlenswert, wirklich nochmal mit Druck nachher das Ganze nochmal mit dem Tuch wirklich nochmal anzureiben, damit das wirklich gut, die Vinylfolie richtig gut auf dem Glas klebt. Und hier auch nochmal der Hinweis, bei sowas ist wirklich die Vorarbeit, die Vorbehandlung des Untergrunds ist einfach bei solchen Arbeiten auch wirklich immer das A und O. Ja, und in Ruhe machen. Ja, ich bin zwar normalerweise auch ein Mensch, ich habe oft keine Geduld. Bei sowas braucht man sehr ein bisschen, weil wenn man schnell arbeitet, hat man nachher umso mehr Ärger und muss das Ganze zweimal machen. Wenn man Erfahrung hat, dann kann man es wahrscheinlich auch ein bisschen schneller machen, aber insgesamt, gerade so bei den ersten Malen, sollte man das in Ruhe machen. Ne? Und gerade bei Basteln, das soll ja auch zur Entspannung dienen, da sind wir nicht auf der Flucht. Und jetzt kann man gucken, ob man das vorsichtig abkriegt, wie gesagt, ihr seht, das geht. Ach, ich bin doch wieder zu weit aus der Kamera raus, Entschuldigung, sag doch mal was. Ich zoome mal ein bisschen raus, damit ich nicht ständig aus dem Bild komme. So, und wie ihr seht, das geht alles. Das muss man jetzt halt bei jedem Buchstaben vorsichtig gucken. Wenn man halt sieht, dass sich da noch wieder was, also an der Trägerfolie, in der Übertragungsfolie haften bleibt, kann man ja zurückgehen und wieder andrücken. Und das würde ich dann immer mit einem weißen Tuch machen, einem weichen Tuch machen. Also wenn ich jetzt sehe, dass sich ein Buchstaben anlöst, sofort wieder rauf. Gar nicht erst weiter versuchen, wenn man sieht, dass eine Ecke mitkommt. Vorsichtig rauf und gleich noch andrücken. Und dann vorsichtig weiter und das Ganze auch wirklich langsam machen. Ja, möglichst gleichmäßig ziehen, nicht zu schnell. Umso besser kann sich die Trägerfolie dann wirklich von den einzelnen Buchstaben lösen, ohne dass sie die wieder mitnimmt. Ja, ihr seht, das geht ganz gut. Ich bin schon wieder aus der Kamera raus. Tut mir leid, Leute. Ich hoffe, aber ich glaube, ihr habt das jetzt gesehen. Na, wie ihr seht, jetzt habe ich das hier einmal schön rum. Es hat auch so ein bisschen diesen Bogeneffekt jetzt und klebt wirklich sauber jetzt auf dem Glas. Na, ist in den Silber. Das sieht auch ganz schick aus, finde ich. Also ist schon ein schönes Glas jetzt geworden. Schöne Aufschrift. Ihr seht, es geht relativ schnell. Wie gesagt, das Schneiden an sich im Plotter hat gerade mal eine Minute gedauert. Wenn man diese Vinylfolien jetzt hier bei Amazon oder so bestellt, kosten die auch nicht die Welt. Und die Qualität scheint ja auch wirklich gut zu sein. Also das Übertragen ging jetzt auch wirklich gut. Das ist hier auf dem Glas gehaftet. Man hat die Plotterfolie gut von der Klebematte runtergekriegt. Das ging alles problemlos bis jetzt. Also das ist ja, wie gesagt, das ging alles gut, hat den Test bestanden. Ne? Das nur am Rande. Es gibt natürlich auch viele Geschäfte vor Ort, die Plotterfolien
verkaufen Stoffläden teilweise oder sowas. Sind natürlich auch immer unterstützenswert, aber wie gesagt, es gibt das auch im Internet und wie man sieht, eben auch gute Qualität. Jetzt gucke ich nochmal den letzten Test, ob das jetzt auch hier vernünftig sauber runtergeht von der Plattermatte. Aber das geht auch gut runter. Genau. Ne? Das ist sauber ab. Und hier oben, das muss man halt eh von Zeit zu Zeit mal ein bisschen reinigen. Aber das macht man einfach mit warmem Wasser. Und dann gibt es auch ein Spray. Es gibt so ein Aktivierungsspray so ungefähr. Da kann man nachher die Matte nochmal besprühen. Und dann wird die Klebekraft hergestellt. Das heißt, wenn die mal nachlässt, muss man die nicht gleich wegschmeißen, wenn sie noch in Ordnung ist, sondern kann sie sauber machen und dann reaktivieren. So, ihr Lieben, das war mein erstes Plotter doch mal Arbeitsvideo, wo ich euch mal mitgenommen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, habt mal einen Eindruck einfach auch gewonnen, wie das so ist, mit dem Plotter zu arbeiten. Mir hat Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Ich arbeite gerne damit. Ich fand das jetzt, wie gesagt, dafür, dass es jetzt quasi mein erstes Mal generell, dass ich mit dem Plotter arbeite. Ich habe vorher noch nie mit dem Plotter gearbeitet. Diesen Schriftzug, den habe ich einmal Probe versucht, bevor ich es mitgenommen habe. Aber das ging jetzt echt schnell, dass ich mich da reingefuchst habe. Und es ist einfach, finde ich, ein tolles Hobby. Man kann da schöne Sachen noch zusätzlich mitmachen. Und gerade wenn man jetzt nur so Sachen ausschneiden will und sowas, falls ihr euch überlegt, dass das auch was für euch sein könnte. Es muss ja nicht immer gleich so ein großer sein. Es gibt die in ganz vielen verschiedenen Preiskategorien, von klein bis groß. Von Anfängermodellen bis Großmodelle. Also, ne, da muss man nicht gleich irgendwie, wie viele 100 Euro auf den Tisch legen. Nur das nochmal am Rande zur Info. Und jeder so, wie er es braucht. Wir haben uns halt den größeren geholt, weil wir das ja auch für unser Geschäft quasi mitnutzen wollen. Ne? Für unser Gewerbe. Gut, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Ich konnte euch, wie gesagt, ein bisschen was zeigen. Lasst mir doch einfach mal einen netten Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Und abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Da seht ihr auch weitere Plotter-Videos und was wir auch sonst so machen natürlich. Schaut in die Playlist rein. Die sind alle auf öffentlich. Die könnt ihr jetzt auch wirklich alle sehen. Da haben wir ganz viele Videos auch zu verschiedenen Themen. Und als nächstes werde ich euch wahrscheinlich bei der Scan-Funktion von diesem Plotter mitnehmen. Das weiß ich aber nicht hundertprozentig, aber das werde ich jetzt auf jeden Fall als nächstes wohl mal ausprobieren und euch dann auf jeden Fall auch mal zeigen, wie das funktioniert. Und ansonsten, wie gesagt, ich freue mich über ein Abo, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Und an dieser Stelle wünsche ich euch hier immer noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, der Joe aus der Basteloase.